Hallo! Hallo! Wie geht's uns denn heute Morgen? Gut! Ja? Ja. Was machst du da? Ich kopiere deinen Smoothie. Leute, schaut euch das an. Smoothie-Becher im Badezimmer. Ist ein bisschen voll, das Ding. Aber sollte klar gehen. Nee. Hier sind gerade viele Früchte gestorben. Oder? Was sagst du, Mario? Mhm. Nicht nur hier. Mann, Alter. Das ist doch echt assi. Mann. Das ist halt italienisch, dieser Smoothie Maker. Ihr müsst euch das so vorstellen. Normalerweise schraubt man den hier ab. Kannst du einmal das zeigen? Schraubt man den hier ab und dann kann man den Becher so wegnehmen und das irgendwo reinkippen. Wenn du es hier abschraubst, fließt der Smoothie einfach hier unten raus. Das Glasding ist einfach nach unten offen. Was? Welcher Trottel denkt sich so eine Kacke aus? Herr Ferrari. Das ist von Ferrari, das Ding. Sieht man gar nicht mehr, weil alles voll gesaffelt ist hier. Verstehst du, was ich damit meine? Nein. Interessante Technologie, welche die Marsianer hier angewandt haben. So, Freunde, nachdem wir den Smoothie aufgewischt haben, sind wir endlich ready. Du meinst du? Ich meine, ich. Sind wir endlich ready und auf dem Weg nach Malcesine. Der Wind soll richtig hart reinknallen heute. Ihr habt ja gestern Abend gesehen, dass die ganze Nacht so ein Unwetter gewütet hat mit Gewitter, Blitzen, Donner und allem, was dazugehört. Und heute ist wohl nur noch der Wind verblieben, oder wie ist das? Ja, hoffentlich. Und was baust du auf? 7-0. Okay. Und ich bin am Überlegen, ob ich jetzt das kleine Board noch auspacke. Ist halt auch noch original verpackt. Oder mit dem Medium Board fahre. Aber es sieht halt echt unsafe aus so. Na, gerade eher würde ich sagen Medium Board. Ja. Das letzte Mal, als ich mit meinem Bruder hier surfen war, war halt irgendwann der Wind komplett weg. Und er war auch auf einem kleinen Brett und ist nicht so richtig zurückgekommen. I think medium board. 7-0. Vollgas, aber sieht relativ beschissen aus. Gute Laune? Ich hab tatsächlich wirklich gute Laune. Ich hab voll Bock auf Windsurfen, nur weiß ich nicht. Ist jetzt nicht gesamt, so. Es regnet halt auch so. Ich geh, glaube ich, einmal raus, dann erzähle ich dir, wie es ist. Ja. Besser. Machen wir ein bisschen Windsurf-Action. Yes. Ist auch entspannt, ne? Tja, es ist wohl doch Zeit fürs kleine Board. Sieht aus wie eine Planänderung. Ja, also ich bin sogar am Überlegen, jetzt 5-6 einfach aufzubauen, weil. Also es ist super böig und in den Böen sind halt alle mit 5-0, 4-4 und sowas komplett überpowered. Ich weiß nicht, was soll ich damit 7-0? Dann lieber 5-6 in der Böe gut fahren können und ein bisschen stehen. Ja. Cool. Und jetzt das Board noch schnell auspacken. Hast du diesmal eine Schere dabei? Nee, aber dafür habe ich unter Arme. Sinkt. Besser? Nee. Die Bedingungen sind echt nicht schön. So, die Leute sind alle dabei abzubauen und ich bin halt gerade dabei aufzubauen und das ist Mario gegen den Rest der Welt. Ja, so, du schaust halt aufs Wasser raus und denkst dir so. Aber im Endeffekt hilft das ganze Gejammer ja nichts. Du musst rausgehen und es selber ausprobieren. Go yes. Forward, move on, make your business great, call me if you want in meine, weil wenn ihr meine Freedom Business Group wollt, ruft mich einfach.
Mario geht etwas suchen. Er sagte, er sucht seine Eier. Naja, mal schauen, was das wird. Da sind sie auch nicht. Mal schauen, wie lange es dauert, bis er zurückkommt. Sechs auf. Das bringt hier nichts. Das heißt, du hast deine Eier gerade gefunden? Ja, oder eben auch nicht, je nachdem wie man es nimmt, aber statt jetzt hier die ganze Zeit zu warten, dass irgendwie alles perfekt wird, machen wir es uns jetzt perfekt, ne? So, ich bin zurück vom Wasser. Ich mache mich jetzt ready, beziehungsweise bin schon eine kleine Runde gefahren. Ja, für dich geht's gleich raus. Das ist halt viel zu viel. Ja, für mich war auch viel zu viel. Also es war entweder komplett überpowered oder zu wenig Wind. Richtig, richtig unangenehme Bedingungen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß gleich. Da hinten die Wellen. Alter, jetzt kommt gleich richtig krank. Immer zum Material nicht, dass das eskaliert. Ja. Bis hierhin gefallen hat das Video, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen und den Kanal abonnieren. Da hinten klart es jetzt gerade auf und man sieht den Schnee auf den Bergen rings um uns herum. Und jetzt geht Chrissy raus surfen. Ich filme ihn dabei und danach werden wir mal sehen, wie er es so fand. Tja Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin richtig traurig. Und
ja, so Fragen wie, womit hat man das verdient oder sowas, sind wahrscheinlich unnötige Gedankenverschwendung, aber die Kamera ist auf jeden Fall samt Mikrofon und Objektiv von der Böe ins Wasser reingeschmissen worden, wie man das auch immer nennt. Damit ist das alles Schrott. Und vielleicht sehen wir uns ja dann im nächsten Video wieder, vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ist irgendwie ganz schön enttäuschend. Irgendwie, das weiß ich nicht, immer Arbeit reinstecken, immer, wenn man so, oh, nervige Nummer. Es wird sicher irgendwie wieder weitergehen, aber höchstwahrscheinlich ist jetzt erstmal Pause, es sei denn, ich lasse mir irgendwas einfallen. Haut rein.